Rangierbahnhof Maschen, irgendwann zwischen dem 16. und dem 19. März. Kurz hinter der Grenze zu Hamburg wird ein schwerer Diebstahl begangen. Unbemerkt verschwinden 40 solcher halbautomatischer Schusswaffen aus einem der Container. Die Täter entkommen unerkannt. Erst in Nürnberg fällt die Tat dann auf. Schnell wird der Bundespolizei klar, dass der Tatort aber in Maschen liegt. Wir haben im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs erste Spuren gefunden. Daraufhin haben wir einen vierten Hund Plus der Bundespolizei eingesetzt, der uns geholfen hat, die Fluchtwege der Täter nachzuvollziehen. Es haben dann umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Kräfte der Bundespolizei stattgefunden, die tatsächlich auch dazu führten, dass am 25. März diese Waffen, alle Waffen, die entwendet worden waren, wieder aufgefunden werden konnten. Zuvor waren die 40 Gewehre aus China über den Hamburger Hafen verschifft und dann mit dem Zug gen Süddeutschland transportiert worden. In einem Erdbunker nahe des Güterbahnhofs Maschen konnten sie dann sichergestellt werden. Aufgefallen war das versteckte Depot durch Hundekot, möglicherweise ein Versuch der Täter, Passanten von der Stelle wegzuhalten. Jetzt stand der nächste Fokus darauf, die mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Aus diesem Grund hat man diesen Erdbunker nicht vollständig aufgelöst und ausgehoben, sondern die Waffen gesichert, den Erdbunker wieder quasi hergerichtet, um den Anschein zu erwecken, dass dieser Erdbunker noch nicht entdeckt worden ist. Und ab nun ist dieser Erdbunker durchgehend, und damit meine ich wirklich durchgehend, von Kräften der Bundespolizei observiert worden. In den frühen Morgenstunden des 6. April näherten sich zwei Männer dann dem Bunker, betraten ihn aber nicht. Trotzdem wurden sie von der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Der Verdacht, dass es sich dabei zumindest um einen Teil der gesuchten Diebe handelt, erhärtete sich. Es handelt sich um zwei männliche Beschuldigte im Alter von 49 und 30 Jahre, die beide aus Belarus stammen und beide ihren Aufenthaltsort auch im Bereich Seevetal gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat dann am Sonntag einen Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten beantragt, den das Amtsgericht Winsen-Luhe auch erlassen hat. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft, wollten bislang keine Aussage machen. Während die Ermittlungen weiter andauern, wirft der Fall viele Fragen auf. Die halbautomatischen Gewehre ähneln optisch einer M16, also einer illegalen Kriegswaffe. Doch da sie technisch nicht in der Lage sind, Dauerfeuer abzugeben, sind die Gewehre nicht als Kriegswaffen eingestuft. Sie dürfen in Deutschland also legal verkauft werden. Und das sind sehr gefährliche Waffen. Das ist das sogenannte NATO-Kaliber. Nach derzeitiger Bewertung gehen wir davon aus, dass eine solche Waffe in der Lage ist, die Schutzweste eines normalen Streifenbeamten zu durchschlagen. Und daran können Sie erkennen, welch große Gefahr jetzt davon ausgegangen wäre, wenn diese Waffen etwa über das Darknet in kriminelle Hände gelangt wären. Ein Fall, der durch die Ermittlungsarbeit nun verhindert wurde. Doch dass derartige Waffen überhaupt in einem einfachen Container in Deutschland transportiert wurden und augenscheinlich so leicht zu stehlen waren, darf mindestens verwundern.